Es sind buchstäblich Tagebucheinträge. Sonntag, 27. November 2016. Welch eine Nacht. Morgens im Bett mit einem Mann aufwachen, ist normal. Morgens im Bett mit einem fremden Mann in einer fremden Wohnung aufwachen, das soll gelegentlich vorkommen. Wenn man den Lover dann aber fragt, wo die Toilette sei und er antwortet, weiß ich doch nicht, dachte, das wäre deine Wohnung, dann... dann läuft es definitiv aus dem Ruder. Mittwoch, 7. Dezember 2016. Mein Freund ist aus beruflichen Gründen ein paar Tage verreist. Ich vermisse ihn schon jetzt. Ich kann mir keine Pizza bestellen, denn der Mindestbestellwert wird nicht erreicht. Mittwoch, 4. Januar 2017. Es ist schon merkwürdig. Je älter man wird, desto verschrobener. Im Alltag ertappe ich mich des Öfteren dabei, wie ich mit mir selbst spreche. Und dann lachen wir beide. Donnerstag, 19. Januar 2017. Das Einrichtungshaus IKEA verkauft ja nicht nur Möbel, sondern unter anderem auch Stoffe. Hat man die Textilien zugeschnitten, werden sie einfach gewogen, um den Preis zu ermitteln. Das ist irre praktisch. Allerdings kann der Satz, ich habe gerade 2 Kilo Stoff gekauft, im Alltag zu Missverständnissen führen. 20. Januar 2017. Heute war ich kurz in meiner Bankfiliale, um ein paar finanzielle Dinge zu regeln. Da geschah ein Unglück. Direkt vor dem Kundenschalter verlor ich eine meiner Kontaktlinsen. Keiner bewegt sich, rief ich in meiner Panik. Im Nachhinein betrachtet war es nicht meine allerbeste Idee. Dienstag, 24. Januar 2017. Es war mal wieder an der Zeit, einen guten Freund in Hamburg zu besuchen. Stressfrei und gemütlich saß ich im Metronom, also der ICE. Der Fahrkartenkontrolleur betrat nach einiger Zeit den Waggon. Ich sah ihn und rannte weg. Der junge Mann nahm sofort die Verfolgung auf. Wir rannten durch den halben Zug. Im vordersten Wagen angekommen, schrie ich, Erster! Und zeigte ihm mein gültiges Ticket. Seinen Humor habe ich damit leider nicht treffen können. Oh, life could be a dream. If I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love. Life could be a dream, sweetheart.